Liebe Reisende, herzlich willkommen im Nightjet nach Innsbruck über München. Billigflieger war gestern. Immer mehr Reisende zieht es auf die Schiene. Es locken neue Strecken und moderne Züge. Wenn was sein sollte, bin ich die ganze Nacht vorne, wo sie eingestiegen sind. Hans Dampf in allen Gängen, Zugführer Ivan. Einmal die Getränke. Essen dauert noch circa 10 Minuten. Ja, danke dir. Keine Sorge. Sehr geehrte Fahrgäste, wegen Bauarbeiten hat unser Zug zurzeit noch eine Verspätung von circa 30 Minuten. Arbeiten, wenn alle anderen schlafen. Das Personal muss dieses Mal nonstop mehr als 300 Gäste versorgen. Ein Kraftakt auf engstem Raum. In 13 Stunden von Hamburg bis nach Innsbruck. Abenteuer-Nachtzug. Die Tickets sind heiß begehrt. Die Abteile oft auf Monate hinaus ausgebucht. Cyrilla, gut geschlafen? Es haltet jung, es haltet frisch. Ich bin's gut. Guck mal. Wahnsinn. Lena hat mich vorhin geweckt und da habe ich als erstes direkt die Berge gesehen. Das war echt schön. Hast du Bodies gefunden? Milena und Matthias packen ihre Koffer. Für die jungen Eltern und Tochter Cleo geht's zum ersten Mal nach Innsbruck. Geflogen sind die Wahlhamburger seit Jahren nicht mehr, aus Überzeugung. Wichtiger Aspekt ist schon halt das Klima, weshalb wir halt lieber Zug fahren. Und ja, also wir fahren auch, wenn es manchmal nicht anders geht, irgendwie mieten wir uns ein Auto oder so, aber Autofahren ist immer gleich viel weniger entspannt für uns. Ja, und wenn man Zug fährt, muss man sich um gar nichts kümmern. Und man kann komplett entspannt sein, man kann irgendwie lesen oder schlafen. Wir haben zweimal ein Auto ausgeliehen und beide mal einen Unfall gehabt. Also nicht selbstverschuldet, aber ist so passiert. Und das war ganz schön nervig. Also da dachten wir dann so, Ticket buchen, in Zug steigen und Verantwortung abgeben. Genau, man kommt halt irgendwie immer an Ziel und man muss sich selber nicht drum kümmern. Reisen auf engstem Raum und mit Baby. Ich weiß nicht, ob die noch passen. Ich hatte die nicht mehr an letztens. Und du magst ja die Langarm nicht so. Dann hol ich nochmal. Können wir noch andere haben? Ich finde die Langarm nicht so praktisch. Ja. Okay, dann hol ich nochmal zwei kurze am Bodies und zwei Hosen und einen Strumpf. Der Urlaub beginnt für uns eigentlich, sobald wir eben ja, in den ICE am Hauptbahnhof gestiegen sind, dann beginnt für uns der Urlaub, weil dann kann man sich entspannen. Milena und Matthias waren per Zug bereits in Dänemark, Italien, Frankreich, Spanien, Portugal und Polen. Heute geht es zum ersten Mal mit ihrer 2 Monate alten Tochter Cleo auf die Schiene. Am Bahnhof Altona wartet bereits ihr Nightjet. Dieser nimmt, gegen einen Aufpreis ab 40 Euro pro Strecke, auch Motorräder und Autos mit. Ist ja hier alles ganz besonders mit dem Autoreisezug. Ja, und wir steigen gleich an und fahren mit. Das ist schon cool. Also es geht pünktlich los, hoffen wir, von daher. Ich bin gespannt aufs Abteil. Dieser Nachtzug besteht aus 7 Waggons. 262. Wow, das ist ja cool. Das ist wie ein Hotel. Oh. Sind wir 21, 22? Okay. Mach schon mal die Sonne. Ach, schön hier. Ein eigenes Abteil im Liegewagen Komfort. Kosten pro Strecke knapp 350 Euro. Aber es gibt auch weniger Luxus. In den klassischen Liege-, Schlaf- und Sitzwagen. Dort starten die Tickets im 6er-Abteil ab 30 Euro. Wir werden gleich essen. Und dann ein bisschen uns um Cleo kümmern. Die ist ja gerade etwas unruhig, müssen wir wahrscheinlich noch mal wickeln. Und ja, dann genießen wir den Sonnenuntergang hoffentlich. Wir haben so die Fahrt raus aus Hamburg, ne? Das finde ich immer ganz schön, da so rauszugucken. Ja. Und dann hört so langsam auf, dass man es kennt, ne? Liebe Reisende, herzlich willkommen im Nightjet nach Wien sowie im Nightjet nach Innsbruck über München. Hamburg hat 3 Fernverkehrbahnhöfe. Von Altona im Westen geht es über Dammtor zum Hauptbahnhof.
Hier halten täglich 800 Züge und transportieren mehr als 500.000 Personen. Der Nightjet der österreichischen Bundesbahnen, kurz ÖBB, fährt jeden Tag um 8:45 nach Innsbruck. Ivan ist heute der Zugchef. Er läuft sich für seine Nachtschicht warm. Ich glaube, Sekt Nummer 6 ist unser Abteil, ne? Ja. Ich habe einen Wickeltisch. Ja, sehr gut. Rund 13 Stunden Fahrt liegen vor den Reisenden. Für eine entspannte und erholsame Fahrt bitten wir um Einhaltung der Nachtruhe zwischen 21 Uhr und 8 Uhr. In dieser Zeit folgen keine weiteren Durchsagen. Bitte verbleiben Sie während der gesamten Fahrt in jenen Wagen, welche mit Ihrer gebuchten Zugnummer an den Einstiegstüren gekennzeichnet sind. Wir wünschen eine angenehme Reise. Dear passengers, a very warm welcome to United Service to... Das müsste jetzt die Süderelbe sein, oder wie? Habe ich es richtig verstanden? Ja. Hamburg, das Tor zur Welt. Von hier aus fahren Nachtzüge diverser Anbieter. Unter anderem nach Wien, Zürich und erstmals seit 28 Jahren wieder in den Norden, nach Stockholm. Hallo. Ah, bitte, hallo. Hallo. Möchtest du einmal die Fahrkarten von Ihnen? Ja. Vielen, vielen Dank. Ja. Fahren Sie zum ersten Mal im Nachtzug oder schon öfter unterwegs? Also mit der ÖBB ist es das erste Mal. Das freut mich. Dann erkläre ich Ihnen ganz kurz das Abteil. Ja, gerne. Sie haben einerseits auf jeder Seite eine Steckdose, genauso wie auch eine USB-Steckdose, sowie auch die Lichter. Zum Zusperren einmal ganz, ganz wichtig. Einmal hier und einmal hier. Okay, beides dann? Genau. Okay. Mhm. Doppelt hält besser. Ja. Dann haben Sie hier auch das Bedienpanel. Ja. Genau, einfach für das Licht, einfach heller oder dunkler machen, genauso wie auch die Klimaanlage, ja. Für die Lautstärkenregulierung, sowie auch für den Serviceknopf. Also wenn was sein sollte, einfach draufdrücken, dann leuchtet es gleich auf grün. Wenn was sein sollte, bin ich die ganze Nacht vorne, wo Sie eingestiegen sind. Toilette haben Sie am Ende des Ganges. Und dann würde ich Sie nur bitten, die Frühstückskarten auszufüllen. Ja. Ich hole ja. Sie mir dann später ab. Alles klar. Alles klar. Haben Sie sonst noch Fragen, Wünsche, Anregungen? Erstmal nicht, danke schön. Passt perfekt, ich komme dann in 10 Minuten, gell? Super. Gell? Super. Schöne Fahrt noch. Danke. Danke. Uiuiui, guck mal, hier kann man ja alles raus. Im Liegewagen-Komfort ist das Frühstück inklusive. Schon nice to have. Vor allem, ich glaube, wenn man sagen mal, Nachtzug fährt, weil man irgendwie vielleicht sogar beruflich unterwegs sein will, dann braucht man natürlich ein Frühstück. Ne? Wenn man, dann ist es natürlich genial. Dann kann man direkt praktisch vom Zug direkt ins Büro oder zum Meeting oder was auch immer. Familienleben auf 4 Quadratmetern. Also Cleos Sachen lege ich mal zu ihr. Okay, dann machen wir die in den Koffer. Guck mal, Handyladegerät für nachts. Werfe ich dir da hin. Mal sehen, wie krass Kurven wir fahren. Nicht, dass der Kram runterfällt. Ah, nee, beim Bremsen. Jetzt müssen wir noch, ich würde das jetzt schon noch ein bisschen ebener machen. Aber vom Prinzip her ist das super. Das haben wir uns gerade so überlegt, weil wenn die Liegen sind ja doch etwas schmaler. Und dann haben wir hier ideal, dass wir da beide drauf zugreifen können. Ne? Dann kannst du sie nachts nehmen oder ich, je nachdem, wer gerade wach wird. So, ja, so, mal gucken. Und, gefällt's dir? Sie schläft dann vielleicht sowieso irgendwie bei einem von uns, ne? Irgendwie zwischen uns und der Wand. Müssen wir mal gucken, wie breit die Liegen sind. Die sind schon relativ schmal. Knapp 60 cm breit und rund 1,90 m lang sind die Liegen. Ah, jetzt kommt Abendbrot. Hallo? Frühstück sind schon ausgefüllt? Ja, haben wir einmal ausgefüllt. Ach so, warte mal. So, dann machen wir es so. Vielen Dank, Silber. Darfst du noch was sagen? Zum Abendessen dürfen wir uns da auch noch was aussuchen. Natürlich, klar. Einfach Bescheid geben, was Sie brauchen und... Gibt es da auch sowas zum Ankreuzen oder gibt es eine Karte? Keine oder? Nein, wir haben nur die diese... Ihr Kollege mir gegeben. Wo ist die? Aber ich hatte sie da liegen gelassen. Ich bringe gleich noch. Ah, danke schön. Ach, die haben wir schon bekommen. Spezielle Babybetten gibt es an Bord nicht. Für Cleo muss der Koffer reichen. Bitte sehr. Super, ganz herzlichen super. Dank. Ja? Danke. Kurz nach 9:30. Mit Einbruch der Dunkelheit nimmt Ivans Schicht an Fahrt auf. Er serviert die bestellten Abendessen und Getränke. Einmal die Getränke. Ja, perfekt. Essen dauert noch ca. 10 Minuten. Ja, danke sehr. Gerne doch. Vielen Dank.
Nachtzüge gibt es in Europa schon seit 1852. Die Billigflieger stellten sie viele Jahre aufs Abstellgleis. Nun entwickeln sich die rollenden Hotels zur klimafreundlicheren Alternative. Laut Umweltbundesamt stößt der Zug von Hamburg nach Innsbruck durchschnittlich bis zu 50 Mal weniger CO2 pro Person aus als ein Flugzeug und rund 30 Mal weniger als ein PKW. Martina und Klaus aus Rendsburg sind zum 5. Mal an Bord. Sie wollen zum Gardasee. Also mir gefällt eigentlich besonders gut, dass er stressfrei ist. Mein Mann ist ja schon 72 und wenn ich denke, vorletztes Jahr sind wir die Strecke mit dem Auto gefahren und da war man hinterher erstmal 2 Tage kaputt. So, jetzt ist es so, man kann hier nachts einigermaßen gut schlafen, mit Oropax wohlgemerkt, so, und kommt morgens völlig entspannt an. Und das ist ein ganz anderes Gefühl. Wir haben das Auto auf Huckepack. Das ist ja eine ganz tolle Sache. Du fährst das rauf, das ist leicht, das kann jeder. Und du bist super schnell da. Wir sind in, wenn ich mit dem PKW nach Innsbruck fahre, über Straße, dann muss ich ja schon das erste Mal übernachten. Das muss ich hin. Wir haben immer ein Abteil mit eigener Dusche und WC, das nennt sich Double Deluxe. Und diese Abteile sind aber sehr rar gesät. Deswegen mache ich das immer so, dass ich 6 Monate vorher werden diese Abteile freigeschaltet und ich lege mir das dann auf Termin und genau 6 Monate vorher buche ich dann immer zu meinem Termin, sodass ich immer in den Genuss komme. Wer schnell ist, kann das Luxusabteil ab knapp 350 Euro pro Fahrt buchen. Wem das zu teuer ist, dem bleibt das Gemeinschaftsbad auf dem Gang. Peter und seine Tochter haben die Familie in Kopenhagen besucht. Für mich ist das die einzige Möglichkeit, in Frage kommt, also Fliegen aus Prinzip nicht mehr, oder seit 20 Jahren nicht mehr. Aber vom Komfort her, naja, ich habe zwar gesagt, also komfortabel und entspannt wird das nichts, aber ein Erlebnis bestimmt, ja. Für manchen wird schon die Anreise nach Hamburg zu einem echten Abenteuer. Von Kiel nach Hamburg. Deutsche Bahn. War wieder eine Katastrophe. Wir sind 2 Stunden früher losgefahren als eigentlich gedacht. Das war sehr gut. Waren wir eine halbe Stunde vor Abfahrt hier. Ja, ich freue mich, dass wir jetzt hier sind und hier auf der Autobahn sind. Und ja, ich glaube, es wird ganz gut. Ich hatte mir das schon ein bisschen größer vorgestellt. Ne? Die Koffer haben wir irgendwie da hochgekriegt. Ich weiß nicht wie. Ich hoffe, die bleiben da oben. Und irgendwie räumt man die so alles von links nach schräg. Und aber geht irgendwie. Mal gucken. Während die Ersten schlafen gehen, ist Zugchef Ivan in seinem Abteil das Chili ausgegangen. Einen Waggon weiter holt er Nachschub bei einer Kollegin. Könntest du mir 2-mal Chili in Kanne geben? Bitte? Könntest du mir 2-mal Chili in Kanne geben? Ja. Vegetarisches Chili ist eines der beliebtesten Gerichte an Bord des ÖBB Nightjet. Getränke und Abendessen kosten extra. Heute auf der Speisekarte Spaghetti Bolognese, Couscous-Wraps, Fleischbällchen mit Kartoffelpüree. Also es ist eigentlich so gedacht, dass man wie jetzt von Hamburg wegfährt. Aber meine Schicht hat schon in Innsbruck begonnen. Dementsprechend fahre ich eine Nacht von Innsbruck nach Hamburg und dann von Hamburg wieder zurück und habe morgen ganz normal Feierabend mit 10. Ich kümmere mich grundsätzlich um das Wohl der Fahrgäste. Und schau, dass sie sehr gut versorgt sind. Und dass sie eben so wie jetzt noch während der Nacht, falls sie was möchten, warme Speisen bekommen oder Getränke, damit sie sich da auch sehr gut betreut fühlen. Ivan ist seit 2016 bei den ÖBB. Er arbeitete sich vom Nachtsteward zum Zugchef hoch. Der Wiener übernimmt nicht nur Service- und Fahrkartenkontrollen, sondern leitet auch das ganze Team an Bord. Die Herausforderungen am Zug sind einerseits, mit dem kleinen Raum umzugehen und alles irgendwie zu managen, dass da man irgendwie alles griffparat hat. Aber natürlich auch durch die Nacht durchzukommen, weil es ist ja nicht alltagsmäßig, dass jemand in der Nacht arbeitet. Aber es haltet jung, es haltet frisch. Ich finde es super. Heute sind 10 Mitarbeitende auf dem Zug.
Ivan muss die gesamte Reise wach bleiben und hat kein eigenes Abteil zum Ausruhen oder Schlafen. Immer auf den Beinen, zum Wohl der Gäste. Hallo. Können Sie die Babymilch warm machen? Natürlich, klar, gerne. Ich würde einmal den Deckel abmachen. Mhm. Vielleicht auf so niedrigster Stufe. Klar, gerne. Und dann so eine so kurze Zeit, vielleicht eine Minute oder 30 Sekunden. Klar, mach mal. Ja, perfekt. Sonst alles gut? Ja, alles bestens. Perfekt. So, bitte sehr. Ja, perfekt. Vielen Dank. Viertel nach 10, Schlafenszeit. Auf dem Weg von Hamburg-Altona nach Innsbruck hält der Nachtzug 13 Mal. Nach Hannover stehen nun Göttingen und Würzburg auf dem Fahrplan. Drei Stunden später, Nürnberg. Hier wird der Zug geteilt. Die eine Hälfte fährt weiter nach Wien, die andere nach Innsbruck. Zudem soll hier ein weiterer Nachtzug aus Amsterdam angekoppelt werden. Doch der hat Verspätung. Information zu NJ4421 nach Wien Hauptbahnhof über Regensburg. Abfahrt 4 Uhr 8. Heute circa 80 Minuten später. Der Nürnberger Bahnhof hat die meisten Gleise Europas. Hier holt Ivan immer frische Brötchen für das Frühstück an Bord. Um die Uhrzeit schlafen eigentlich alle gemütlich, aber damit die Leute ja auch in der Früh Frühstück haben mit frischen Semmeln, müssen wir hier in Nürnberg jetzt noch diese holen und dann geht es dann auch wieder weiter. Der 30-Jährige kennt sich auf dem riesigen Gelände gut aus. Na, nur 120 Stück Brötchen ist halt. Seit fast 8 Stunden im Dauereinsatz. Das geht an die Substanz. Insgesamt hieft Ivan mehr als 250 Brötchen in den Nachtzug. Der erste von 2 Kartons ist in der Zugküche. In 2 Stunden werden die ersten Gäste wach. Dann beginnt für Ivan und sein Team wieder die Lauferei von Kabine zu Kabine. Die Mechaniker an den Gleisen koppeln derweil die 2 Zugteile voneinander ab. Jeder bekommt nun sein eigenes Gleis. Nachts um 4 ist auch in Nürnberg ausreichend Platz. Doch die Amsterdamer sind noch immer nicht da. Wir warten jetzt auf den Zug, der aus Amsterdam nach Innsbruck und nach Wien fährt. Dadurch, dass er nicht ganz pünktlich ist, müssen wir noch ein bisschen gedulden. Aber dadurch, dass wir sehr viel Puffer haben, werden wir trotzdem pünktlich, einerseits wie in Innsbruck, aber auch der andere Zugteil nach Wien, pünktlich ankommen. Rund 90 Minuten Puffer sind für das Umrangieren in Nürnberg eingeplant. Ivan vertritt sich die Beine und passt auf, dass niemand unberechtigt den Zug betritt. Arbeiten, wenn alle anderen schlafen. Ich persönlich finde es super, dass ich durch die Nacht durchfahre und dann zum Beispiel gestern in Hamburg ankomme oder natürlich auch in Paris ankomme. Es geht sich dann meistens auch immer aus, dass man sich entweder den schiefen Turm von Pisa anschaut oder aber natürlich auch den Eiffelturm in Paris. Also es ist alles für uns persönlich machbar. Kurz nach 5:30. Die Nachtzügler aus Amsterdam sind da. Der Nachtzug nach Innsbruck ist komplett. Mit leichter Verspätung geht es weiter. Über Nacht steigen vereinzelt Reisende aus, andere kommen an Bord. Mit bis zu 230 Kilometer pro Stunde nähert sich der Nachtzug Augsburg. 10,5 Stunden und knapp 750 Kilometer ist das rollende Hotel jetzt schon unterwegs.
Halb acht. Kurz hinter München beginnen Ivan und sein Team, das Frühstück zu servieren. Cyrilla, gut geschlafen? Ja. Perfekt. Einmal ihr Frühstück. Ich stelle sie mal da so her. Milena, Matthias und die kleine Cleo sind schon länger wach. Für die Hamburger ist es die erste Zugreise durch die Alpen. Guck mal raus. Boah, krass. Boah, da ist ein kleines Schloss sogar. Guck mal. Und die Häuser haben sich schon total verändert. Mhm. Hast du gesehen? Die stehen so richtig bayerische Häuser rum. Ganz anders als Niedersachsen oder in Hamburg. Gut, wir sind ja auch ganz so anders. Guck mal, man sieht es echt krass. Dear passengers, we will be arriving at Rosenheim in a few minutes. We say goodbye to all passengers disembarking here and hope to welcome you back on the Nightjet soon. Lena hat mich vorhin geweckt und da habe ich als erstes hier das Rollo hoch gemacht und habe direkt die Berge gesehen. Das ist echt schön. Das ist schon nett. Der Inn ist rund 500 Kilometer lang. Er fließt durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ein Grenzgänger, wie der Nachtzug. Anders als bei den Zugbegleitern wechseln die Lokführer nach 8 Stunden. Die Nachtstrecken mag der 55-jährige Martin am liebsten. 420 Martin. Morgen. Okay, danke. Ciao, servus. Anders als im Auto fährt der Tiroler niemals auf Sicht, sondern auf Signal. Nicht nur Licht, sondern auch Töne oder sogar Morsezeichen. Die Nacht zu fahren, ja, das ist natürlich, ja, ich lebe damit. Also man muss sich halt vorbereiten, dass man fit ist. Man schlaft sich halt davor oder nach aus und ja, es gibt schon mehrere, die eine Nacht erst haben, wo man fit sein muss, aber man lebt dann auch. Viele Kollegen gehen frühzeitig in Rente. Die häufigsten Gründe dafür sind nachlassende Seh- oder Hörkraft. Eine weitere Ursache, zu hoher Blutdruck. Ja gut, jetzt mit den Zugbegleitern, mit den Schaffner bin ich schon irgendwo im Team, oder muss ich zusammenarbeiten, aber sonst bin ich eigentlich ein Einzelgänger. Mehr als 200 km/h sind nicht nur für Martin eine Herausforderung. Dear passengers, we will be arriving at Kufstein in a few minutes. We say goodbye to all passengers disembarking here and hope to welcome you back on the Nightjet soon. Halb neun. Noch eine Dreiviertelstunde bis Innsbruck. Endspurt auch für Zugchef Ivan. Die Nacht verlief ohne Zwischenfälle. Keinem wurde schlecht, niemand hat sich ausgesperrt. Es bleibt ein letztes Problem. Sehr geehrte Fahrgäste, kurzer Hinweis für Sie. Wegen Bauarbeiten hat unser Zug zurzeit eine Verspätung von ca. 30 Minuten. Wir entschuldigen uns für entstandene Unannehmlichkeiten. Nachtzüge sind von den Gegebenheiten auf den jeweiligen nationalen Schienennetzen abhängig. Irgendwo hakt es fast immer. Die Standardansagen, wenn alles glatt läuft und wir pünktlich sind, sind vom Telefon aus zu machen. Aber die spontanen Ansagen wie Verspätungssachen, die macht dann der jeweilige Servicechef bzw. Zugchef. Weil die gibt es am Handy nicht, gerade auch wegen den Minuten nicht. Und der kennt sich dann auch wirklich aus, was er den Fahrgästen dann explizit noch extra sagen kann. Die österreichischen Bundesbahnen sind der größte europäische Anbieter von Nachtzügen. 20 Strecken haben sie derzeit im Angebot. Die Deutsche Bahn hat ihren letzten eigenen Nachtzug 2016 eingestellt. Ivan verteilt kurz vor dem Ziel die letzten der rund 250 Nürnberger Semmeln. Das ist mittlerweile bei mir schon routiniert. Dadurch, dass ich seit 2016 da bin im Unternehmen und die ganze Zeit auf Schiene bin, habe ich da schon meine Struktur, meinen Ablauf und für mich bringt eigentlich nichts aus der Ruhe. Kein Stau, kein Security-Check, kein Zeltaufbau. Milena und Matthias fuhren schon als Kinder gerne Nachtzug. Also ich habe die erste Hälfte so bis um 3 ganz gut geschlafen und danach hatte ich dann Cleo.
Die hat dann zwar auch geschlafen, aber sehr unruhig. Also wir hatten sie zwar in unserem improvisierten Reisebettchen drin, aber da hat sie nicht so gut geschlafen und dann habe ich sie irgendwann zu mir hochgenommen. Was okay war, aber die Liegen sind doch relativ schmal und dann mussten wir uns ein bisschen drängeln. Ich habe aber sonst auch ganz gut geschlafen, so, also was jetzt das Nachtzug angeht. Also die Liegen sind ziemlich hart, das finde ich ganz gut. Es hat nichts geklappert. Gut, es war ein bisschen warm, das stimmt. Aber was ich auch gut fand, war, dass man die Fenster richtig gut zumachen konnte. Also es war dann wirklich dunkel. Die spannenden Dinge verschläft sie. Vor 13 Stunden noch norddeutsches Flachland. Jetzt die Alpen. Wahnsinn. Da oben, guck mal, richtig Schnee drauf. Ja, und diese, ne, also hier das Tal einfach bis da vorne. Ich sehe richtig, wo der Berg anfängt und dann geht es da so hoch. Da fühlt man sich dann schon ganz schön klein. Die ungeplante Wartezeit in Nürnberg und den Zeitverlust durch die Baustellen auf der Strecke hat der Nightjet nahezu wieder reingefahren. Lediglich mit 15 Minuten Verspätung fährt der Zug in den Innsbrucker Bahnhof ein. Geht's? Cool. Während die einen ausgeschlafen die Stadt erkunden, legen sich die anderen erstmal ein paar Stunden aufs Ohr. Ich freue mich, dass ich feiere. Okay. Und dann freue ich mich auf die nächste Fahrt, die auf mich wartet. Viel Spaß in Innsbruck. In 36 Stunden startet Ivans nächste Nachtschicht. Während andere schon heute Abend wieder im Nightjet nach Hamburg unterwegs sind. Hallo Innsbruck. Kurztrip nach Tirol. Milena und Matthias bleiben eine Nacht im Hotel. Morgen Abend geht es wieder zurück nach Hamburg. Das ist einfach so, guck mal, hier ist Stadt und dann ist direkt danach der Berg mit so, weiß nicht, Almhütten oder so. In Freiburg so ähnlich, da sieht man auch immer die Berge, aber es ist halt hier einfach nochmal dreimal krasser als in Freiburg. Ach krass, das ist es. Okay, ich habe es mir ein bisschen größer vorgestellt. Oh, du bist ja gemein. Naja, es ist ja nur ein Teil vom Haus. Es heißt ja auch Dachhall. Ja, stimmt. Also es ist ein nicht kleines Dach. Haus. Wie sieht's aus, Käffchen? Ja, ich nehme gerne einen Kaffee. Da, das ist in der Sonne. Sollen wir dahin? Die Wahlhamburger schmieden schon die nächsten Reisepläne. Natürlich auf der Schiene. Dann geht's noch im Nachtzug. Der fährt noch ein Stück weiter nach Italien bis nach Verona. Das ist natürlich super cool. Also da wollen wir dann auch mal noch hin. Und nach Norden, also der neue Nachtzug nach Stockholm. Der fährt so Berlin-Hamburg und dann Stockholm hoch. Nachtzüge sind wieder im Trend. Rund 40 deutsche Städte sind mittlerweile an das europäische Nachtzugnetz angeschlossen. Tendenz steigend. Guck mal, wie der Berg aussieht. Das ist echt wie so eine andere Welt.